Servus, grüßt euch und habe die Ehre, beim zweitgrößten Ausschau-Mittwoch der Geschichte bei der einzigen Partei, die noch klar zu Deutschland steht, bei der Alternative für Deutschland, meine Damen und Herren. Unser Land zuerst ist Thema und das wird auch Thema bleiben, den ganzen Wahlkampf, meine Damen und Herren. Zuerst möchte ich mal sagen, wir haben heute wieder ein Urteil bekommen vom Gericht von Karlsruhe. Die Karlsruher Richter haben den Altparteienkartell wieder mal bestätigt, dass sie undemokratisch sind. Die AfD hat wieder mal vom Bundesverfassungsgericht gewonnen, meine Damen und Herren. Wir sind gekommen, um zu bleiben, meine Damen und Herren. Wir schreiben zehn Jahre Erfolgsgeschichte. Wir sind die erfolgreichste Partei in der Nachkriegsgeschichte Deutschlands, meine Damen und Herren. Und warum sind wir das? Weil es wir aus Überzeugung machen, weil wir mit Herzen bei der Sache sind, weil wir unser Land lieben, unsere Heimat lieben, unsere Kultur lieben. Und deswegen stehen wir dazu, um was den schwarzen Skandalpolitikern nicht passt. Ja, wir waren früher alle Unionspolitiker, aber uns hat die Union mit Füßen getreten, meine Damen und Herren. Die Konservativen wurden mit Füßen getreten und werden heute noch mit Füßen getreten von der Union, meine Damen und Herren. Und es wurde vorher angesprochen, da fiel einmal der Name Franz Josef. Franz Josef würde sich als Carsten heute hier wohlfühlen, meine Damen und Herren. Nein, er würde sich nicht nur hier wohlfühlen, meine Damen und Herren. Franz Josef Strauß wäre unser Bundesvorsitzender, meine Damen und Herren. Denn wir sind eine deutschlandweite CSU, die schon lange vonnöten war, meine Damen und Herren. Wenn Söder ein einziges Mal sein Wort halten würde, hätte er am 01.01.2023 zurücktreten müssen. Kann sich der ein oder andere erinnern? 2010 war er Umweltminister. Da hat er mit grüner Krawatte gesprochen. Mit grüner Krawatte, unser Landesvater, heutiger Landesvater oder Landesverräter, hört sich besser an. Hat mit grüner Krawatte gesprochen, wenn die Kernkraftwerke nicht am 31.12.22 abgeschaltet werden, dann tritt er zurück. Söder, steh zu deinem Wort, tritt zurück, dich braucht kein Mensch, meine Damen und Herren. In der Presse wurde er ganz klar als Atomausstiegsminister mit grüner Krawatte debattiert. Aber grün ist ja die Zukunft der Farbe. Selbst Söder und Weber, der stellvertretende sagt man, der Landesvorsitzende oder wie auch immer das sein soll bei denen, sprechen, dass die Grünen der Partner, der Koalitionspartner der Zukunft sind. Franz Josef Strauß wird sich im Grab umdrehen, meine Damen und Herren, wenn der Söder oder irgendjemand anders mit den Grünen ins Bett steigen würde. Das ist ein Versagen einer schwarzen Politik, die kein Mensch mehr braucht in diesem Land, meine Damen und Herren. Aber nicht nur, dass er unsere schöne Kernkraft zerstört hat oder sonst irgendwas anderes zerstört hat. Wird es vorher gehört habt, bin ich für Ernährung und Landwirtschaft auch im Deutschen Bundestag drin zuständig. Jeden Tag schließen 5 landwirtschaftliche Betriebe in Bayern, meine Damen und Herren. Bayern ist ein Landwirtschaftsland und der Söder macht es kaputt, meine Damen und Herren. Seit 1957 ist die Regierung aus der CSU gestaltet, meistens Alleinherrschaft. Und was ist aus unserem Land geworden? Mittlerweile lacht die ganze Welt über Bayern und nicht mehr die Sonne, meine Damen und Herren. Bin ich gespannt, wann die CSU ihr C einmal auswechselt gegenüber einem Halbmond. Irgendwann kommt nämlich da vorne nicht mehr das C hin, sondern kommt der Halbmond hin. Der Söder stellt sich auf einen Marktplatz und sagt, der Islam gehört zu Deutschland. Söder muss weg, ja genau. Es ist vorher schon angesprochen worden. Selbst Söder vertritt ja die Meinung. Im Iran unten reißen sich die Frauen die Kopftücher vom Kopf. Die Burka, die Nidschab. Ist ja schon mehr Schande, dass man in Deutschland die Wörter wie Burka oder Nidschab überhaupt kennt. Die sollte man in Deutschland gar nicht kennen, die Begriffe. Aber im Iran unten werden die Leute gefeiert.
Im Rheinland werden die Leute gefeiert, die Frauen gefeiert, auch zu Recht, weil sie sich die Kopftücher runterreißen, weil das Freiheit ist. Und in Deutschland wäre es genau andersrum. Da ist das Tragen einer Nietzsche, einer Burka oder was weiß ich, Freiheit, meine Damen und Herren. Nein, das ist keine Freiheit, meine, das ist die Unterdrückung der Frau und das ist extrem rückständig, das ist Vorkriegsgeschichte und das darf es in Deutschland nicht geben, meine Damen und Herren. Und wenn Sie dann die Söderbindel öfters laufen sehen, da ist ja heute wieder die Selbstbeweihräucherung in Passau unten zur österreichischen Grenze hin. Herrn Passau anwesend, tut mir leid, vielleicht können wir das ausgliedern. Ganz ehrlich, die CSU braucht keinen Mensch mehr. Stefan Protschka war das, der Landesvorsitzende der AfD in Bayern, der sich an Markus Söder, CSU-Chef, abgearbeitet hat. Herr Decker, die AfD liegt aktuell bei 9,7% Umfragen in Bayern. Die letzte Landtagswahl 2018, da hat die AfD 11,2% geholt, liegt also jetzt so ein bisschen unter dem letzten Landtagswahlergebnis. Wir wissen nicht, ob das so bleibt, ist auch noch ein bisschen hin, aber gibt es Gründe dafür? Da könnte es Gründe geben. Ja, Söder hat ja seine Position korrigiert. Also er, das haben wir heute auch in der Rede gehört, tritt da eigentlich relativ moderat auf und hat sich strikt von der AfD abgegrenzt. Und auf der anderen Seite haben wir in Bayern aber auch die Freien Wähler, die so ein bisschen auch mit diesem Thema, Aiwanger spricht sowieso eine deftigere Sprache, in diesem Wählerreservoir wildern und damit aus meiner Sicht die AfD, das AfD-Potenzial in Bayern auch begrenzen. Denn das ist gegen den Bundestrend. Also bei der Bundestagswahl lag die AfD ja bei 10%. Sie ist aber jetzt in den Umfragen zwischenzeitlich wieder gestiegen. Und das ist ja auch nicht verwunderlich, weil jetzt diese krisenhaften Entwicklungen, auch die Zunahme eben auch von Fluchtbewegungen, nicht nur aus der Ukraine, sondern wir haben das ja auch aus dem Nahen Osten und Afrika, das spielt der Partei natürlich in die Hände. Also die AfD, die Partei, die immer von den Krisen profitiert in der Wählergunst. Wobei muss man festhalten, der Wutwinter, den sie prognostiziert hat, den sie sozusagen auch erhofft hatte, dass er kommen würde, der ist nicht wirklich eingetreten. Lassen Sie uns noch einmal über ein weiteres Thema sprechen, was heute ganz tagesaktuell mit der AfD zu tun hat. Da gab es heute eine Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Und das hat zu tun mit einer parteinahen Stiftung, der Erasmus-Stiftung. Also Parteien haben ja diverse Stiftungen, die AfD eben auch. Diese Stiftung hat bislang kein Geld bekommen und die AfD sah sich da benachteiligt und hat vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt. Was genau sind die Hintergründe nochmal und die Entscheidung? Ja, zunächst einmal hat sie Recht bekommen, also in diesem Anspruch. Ja. Und das Bundesverfassungsgericht hat das in einem früheren Urteil schon festgestellt. Wenn eine Partei fest etabliert ist, und dann nimmt man als Maßgabe immer zwei Legislaturperioden, das ist aber jetzt bei der AfD der Fall, dann hat sie eben Anspruch, auch hier staatliche Mittel zu bekommen für eine parteinahe Stiftung. In diesem Urteil gibt es aber einen Fingerzeig. Mhm. Bisher sind diese Mittel verteilt worden vom Haushaltsausschuss. Ja. Das heißt, die ganze Stiftungsfinanzierung hatte überhaupt keine gesetzliche Grundlage. Und das Verfassungsgericht hat jetzt gesagt, es braucht ein Stiftungsgesetz. Und in diesem Stiftungsgesetz kann man natürlich dann auch die Kriterien für die Vergabe der staatlichen Mittel auch regeln. Das ist die Sache des Gesetzgebers. Und da geht es dann zum Beispiel darum, ob man auch zur Bedingung macht, dass eine parteinahe Stiftung bedingungslos eintritt für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Also wir hätten hier eine ähnliche Möglichkeit wie bei der Parteienfinanzierung, wo Parteien eben, die nicht auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, auch aus der staatlichen Finanzierung ausgeschlossen werden können. Also der Gesetzgeber ist jetzt gefordert, ein solches Stiftungsgesetz zu erlassen. Herr Decker, herzlichen Dank für Ihre Analyse. Heute den ganzen Vormittag über haben wir den politischen Aschermittwoch der unterschiedlichen Parteien analysiert. Herzlichen Dank, dass Sie da waren bei uns. Danke.